Hey Mario. What? Donkey Kong. Freunde, willkommen zu einem neuen Retro-Game. Wir spielen heute die Gameboy-Version von Donkey Kong. Und nein, das hier ist nicht einfach nur Donkey Kong, was man damals auf Arcade oder NES oder so gespielt hat. Das hier ist ein komplett eigenes Spiel, was seine eigene Steuerung hat. Denn, ja klar, wir spielen Mario und müssen gegen Donkey Kong kämpfen. Aber das Spiel ähnelt eher dem später erschienenen Spiel Mario vs. Donkey Kong. Denn ihr könnt auch schon sehen, es gibt hier neue Moves. Und generell ist das Gameplay mehr oder weniger ein Vorgänger von dem Spiel. Was übrigens auch jetzt in einem Monat ein Remake bekommt. Also nicht das Spiel hier, was wir gerade spielen, sondern das, was später dann auf dem Game Advance rauskommt. Jedenfalls, das hier ist die originale Gameboy-Version, die 1994 rauskam. Deshalb wird dieses Spiel auch manchmal einfach als Donkey Kong 94 benannt, statt einfach nur Donkey Kong, weil, naja, es gibt mehrere Spiele, die einfach nur Donkey Kong heißen. Und deshalb wird das so genannt. Hier sehen wir übrigens jetzt noch im Hintergrund die ganze Steuerung, die es gibt. Mario ist auf die Fresse gefallen. Das passiert leider, wenn er den Like-Knopf nicht drückt. Aber jetzt hat er es getan. Und jetzt geht es los. Die Story, naja, es gibt hier diesen Donkey Kong. Zumindest nennt er sich so, dazu kommen wir gleich noch. Und er entführt diese nette Dame, die Mario natürlich retten möchte. Denn der ist ein Ehrenmann. Ich hab keine Ahnung. Ja. Das ist so basically die Sache. Und ganz ehrlich, ich bin gar nicht mal sicher, ob das da oben der echte Donkey Kong und die echte Pauline ist. Aber wir spielen übrigens die Game Boy Color Version. Das Spiel kam eigentlich ohne Farbe raus. Aber ich dachte mir, wir spielen mal mit Farbe. Das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Genau, für die Leute, die nicht wissen, was Donkey Kong ist, ihr seht das ja hier. Es gibt auch diese Hämmer. Damit sind wir ganz kurz unverwundbar. Beziehungsweise können alles, was vor uns ist, mit dem Hammer zerstören. Wir können es auch wegschmeißen mit B und damit bin ich gestorben. Aber kein Problem. Denn was wir Neues machen können, ist einen Rückwärtsjump, der ganz weit nach oben geht. Bisschen Cheating ist das, aber ich meine, es funktioniert. Ja, das ist ja nicht einfach nur Donkey Kong, sondern eventuell ist es Donkey Kong Jr. Fragezeichen. Es gibt ja wilde Theorien für. Ja, sind wir auf 50 Meter. Denn dieser Donkey Kong hat nicht dieses braune Fell, sondern dieses schwarze Fell. Was man sonst nie wieder gesehen hat. Nur in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall, ich kenne jetzt nicht die ganzen Theorien auswendig. Aber One-Ups bräuchte dringend, deshalb nice. Aber, ja, wie gesagt, es gibt wilde Theorien und da bin ich verbrannt. Direkt mal mein One-Up weggegeben. Toll. Aber ja, was meint ihr? Ist das Donkey Kong oder ist das ein Nachahmer? Oder ist es vielleicht ein Kind? Wer weiß, wer weiß. Das oben sollte, glaube ich, Pauline sein. Bin mir nicht sicher. Es könnte auch Peach sein in einem seltsamen Outfit. Und ja, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Deshalb fail ich hier schon direkt ganz viel. Ja, ja, okay, komm. Ich glaube, ich starte das Spiel nochmal neu. Ich glaube sogar, warte, ich kriege mich nochmal extra, damit ich es nochmal sehen kann, ob das wirklich so ist. Weil ich glaube, ich kann jetzt eben den Game Over Screen zeigen. Ah, jetzt habe ich One-Up eingesammelt. Na egal, dann nicht. Dann skill ich mich jetzt hier durch. Haha. Ja, wow, ich war vorhin sogar oben, aber ich bin halt noch im letzten Frame verbrannt. Deshalb, ja, schade. Aber ihr erkennt vielleicht die Level hier wieder. Denn die ersten vier Level sind einfach die ganz normalen Level, die wir schon aus dem Arcade kennen. Ich sag extra Arcade und nicht die NES-Version, weil das Level gerade gab es nicht in der NES-Version, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, es dort gespielt zu haben. Und ich muss sagen, die Steuerung ist schon ein bisschen wackelig. Vielleicht sieht man es auch, wie ich komisch rumspringe. Aber alles in allem ist sie trotzdem relativ cool umgesetzt dafür, dass es hier auf dem originalen Gameboy läuft. Kann ich hier stehen bleiben? Es sieht zwar nicht so aus, aber ja, kann ich. Und das hat sich nicht gelohnt. Ja, komm. Ja, ich kann ein bisschen vorspulen. Ich werde es natürlich nicht übertreiben.
Also keine Sorge. Jetzt! Ja, nein, doch nicht! Und jetzt! Hoch, 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 hoch! Puh, knapp. So, wo willst du hin, hä? Zum letzten Level, ja? Level 4 ist 100 Meter. 4 Donkey Kongs aufeinander gestackt. Ja, der Donkey Kong ist scheinbar 25 Meter lang. Das kann irgendwie nicht stimmen. Naja, hier ist das Gimmick. Diese Plattform kaputt zu machen. So gewinnen wir hier. Wenn wir hier oben sind. Ja, hi. Girl, komm mal runter. Nee, sie schreit einfach nur nach Help. Deshalb müssen wir andere Sachen machen, damit wir sie retten können. Okay, da kommt runter. Ist ein bisschen schwieriger als erwartet, weil hier 4 Flammen sind als die erwarteten 3. Also ich habe 3 erwartet. Kann ich runterfallen? Okay, man kann runterfallen. Im Original wäre es jetzt gestorben. Ja, Mist. Der rennt so nach rechts, links, rechts, links. Ich wusste jetzt nicht. Da habe ich ausgetrickst. Mhm. So, so. Aber den kriegen wir noch. Spiel ist übrigens nicht super lange. Weißt du, wir werden auch nicht super lange dafür brauchen. Mann! Was soll das? Das ist gemein. So oft wie ich hier geburnt werde. Ist ja krasser als bei einem Diss-Track. Hilfe. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es. Ich weiß es. Mit dem Hammer. Den kann man nämlich auch werfen. Wenn ich sagen will, ich will ihn da oben haben, schmeiß ich ihn nach da oben. Nein? Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber nicht schlimm. Mit dem neuen Jump schaffen wir es auf jeden Fall. Wie sehen die jetzt aus? Sie sehen aus wie so Zauberer oder so. Ich weiß auch nicht, du. Hat das One-Up gezählt? Keine Ahnung. Jedenfalls, Donkey Kong wurde besiegt. Jetzt hätten wir das Originalspiel geschafft auf dem NES oder auf dem Arcade. Yippie! Aber dieser Donkey Kong nicht. Dieser Donkey Kong gibt nicht auf. Dieser Donkey Kong hat noch ein Ass im Ärmel, wie es scheint. Ja, ich habe noch 2 Leben. Ich glaube, das schaffen wir. Was macht er da? Okay, den Hintern wollte ich jetzt nicht sehen. Und der klatscht mir die Tür vor meinem Gesicht. Aber glücklicherweise regnet Schlüssel heute. Na gut. Und rein da! In Welt 1. Denn das gerade war nur ein kleiner Rückblick. Ein kleines Tutorial, könnte man sagen. Jetzt geht das Spiel erst so richtig los. In. Erstmal saven. In Big City. Da hinten ist er. Müssen wir erstmal Stage 1-1 schaffen. Genau. Wie ich ja schon anfangs erwähnt hatte, den Nachfolger von diesem Spiel, Mario vs. Donkey Kong, gibt es ja bald als Remake auf der Switch, was ich mir, das passt jetzt ganz gut, dieses Let's Play. Was wir übrigens auch als neuen Move machen können, außer diesen Super Jump, ist uns einmal umdrehen und somit mit dem Handstand auf bestimmten Gegnertypen latschen. Was man normalerweise sonst nicht kann. Wie zum Beispiel auf den Kollegen hier. Also man kann auch so da drauf, aber so kommst du halt bisschen besser, glaube ich. Hä? Warte mal, was? Hä? Was? Die rennen weg. Ich merke das erst jetzt. Die rennen dann weg. Kann das da unten? Ja, es kann da unten. Bam! So, weg damit. Okay, was müssen wir hier machen? Wir sehen hier Öl. Es ist einfach nur eine Flamme und da steht das Wort Öl drauf. Auch gut. Aber wir wollen auf jeden Fall diesen Schlüssel haben. Warte. Natürlich auch noch die ganzen Schätze. Die geben halt nur Punkte, die sind sonst nichts wert, aber wenn man es kann, kann man es ja mal machen. Ich schmeiß mal dahin, denn ich möchte wissen, wie ich da hochkomme. Ach, jetzt sehe ich's. Warte mal. Ich kann doch bestimmt einfach an dem Öl vorbeirennen, oder? So, ganz schnell, ja. Und das kommt dann sowieso nicht hoch. Okay, perfekt. Dun, 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 dun. Hey, das war nochmal eine 100%-Challenge, oder? Einfach mal alle Schätze von Pauline einzusammeln. Ja, und das wegen der Lore hin. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch Canon ist. Aber das ist das, was ich mich, woran ich mich noch erinnern könnte bei diesem Spiel. Okay, wir machen hier so eine Art Mario Bros. 2 Slot Machine oder so. Das ist cool gesprited, aber schade. Verloren. Egal, wir haben genug Versuche, es ein andermal zu schaffen. Und help, help. Darum geht's weiter.
müsst ihr euch vorstellen, das Spiel ist eigentlich auch schwarz-weiß, deshalb seid froh, dass ihr hier zumindest ein bisschen Farbe habt. Ich glaube, die Farbe habt ihr sogar automatisch, wenn ihr diese Cartridge in eurem Game Boy Color reinsetzt. Ich habe das natürlich in meinem Game Boy Color drin, ich weiß es natürlich, aber dennoch, ich kann es nicht confirmed. Oh! Uff, Mario ist so weit runtergestürzt. In seinen jungen Jahren als Jumpman wäre er jetzt gestorben. Aber hier dachte er sich so, puh, kurz einen Purzelbaum machen. Passt schon. Warum nicht immer so, Mario? Na gut, wie jedem auch sei. Hä? Das hat mich erwischt? Au. Wie habe ich das erwischt? Na gut. Wenn das Spiel das so sagt, dann hat das Spiel wohl recht. Ja, komm, ich will auf jeden Fall mal versuchen, zumindest in den ersten Leveln hier alle Schätze zu sammeln. Als wäre das so Wario-Spiel, alle Schätze sammeln. So, komm ich an dem vorbei? Ganz an den Rand? Ne, dann fahre ich. Ja, toll, dann fahre ich runter. Platsch. Ach, ich sterbe doch! Okay, ich kann also doch davon sterben. Nur ist es halt jetzt viel realistischer. Okay, verstehe. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Jump mit dem Handstand immer noch was bringt. Ich meine, ich würde schon meinen, der ist besser als der normale Jump nach oben. Deshalb mache ich den lieber. Und hier kann ich zum Beispiel cheaten. Haha. Nein, cheaten ist es ja nicht. Das ist rumtricksen. Das ist Skill. Purer Skill. Manchmal. Okay. Na gut. Ich bin jetzt nicht so gut in dem Spiel. Aber ich wette mit euch, würdet ihr das allererste Mal hier anfassen, werdet ihr genauso schlecht wie ich mich hier gerade anstelle. Also nicht judgen, okay? Och man, das kann doch nicht sein, dass ich mich so schlecht anstelle. Ah, shit, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Hallo, Spiel. Doch, warte mal, warte mal. Doch, der Jump macht auf jeden Fall mehr aus. Der Jump macht definitiv mehr aus. Kann ich hier nicht irgendwo tricksen? Kann ich mich nicht irgendwie schneller bewegen oder so? Gibt's da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Naja, was soll's. Wir sind wieder oben. Kann ich den besiegen? Kann ich den hochziehen wie in Mario Bros. 2? Also Mario versucht es auf jeden Fall. Wow, was war das denn gerade? Wow, ich war auf seiner Seite. Habt's gesehen? Zu meiner Verteidigung. Fast Game Over. Und zum anderen, ich bin gepurzelt. Ja, ich wusste nicht, dass der nochmal ewig lange weiterpurzelt. Als wäre irgendwie, keine Ahnung, als wäre Luigi oder so, was weiß ich. Ja, Mario mit seinen weißen Overalls. Ich meine, wenn es ihm gefällt. Ich glaube, hier mache ich mal meinen Jump. So, wie mache ich das hier? Wie komme ich da runter? Das geht, oder? Ja, das geht. Okay. Jetzt nehmen wir den mit. Mit B. Muss noch einmal drücken, nicht gedrückt halten. Okay. Jetzt da hochschmeißen, aber vorsichtig. Mhm. Jetzt wieder aufsammeln, bevor er disappeared. Oh Gott. Oh, oh Gott. Also ich glaube, die erste Folge wird nochmal super chaotisch hier, weil mich einfach noch an die Steuerung gewöhnen muss und ja, gleich Game Over gehen. Aber ich darf wieder Glücksspiel. Yippie! Ein One-Up. Das nehme ich an. 1-3. Wir sind schon fast bei Donkey Kong. Ich würde sagen, wir machen pro Folge eine Welt oder so. Dass wir nicht zu schnell fertig sind, aber auch nicht zu lange brauchen für alles. Oder unten darf ich nicht lang. Da fahre ich, glaube ich, in den Tod, oder? Das könnte actually sein. Ah, schade. Ich wollte ihn killen. Hat nicht geklappt. Egal, nehmen wir das zumindest schon mal mit. Ist das hier zum Klettern? Das ist zum Klettern. Okay, ist das eine Ranke? Ist das eine Leiter? Was soll das darstellen? Das war so ein Sound. Okay. Interessant. Ich hätte gerne das One-Up. Darf ich das One-Up haben, Spiel? Das ist ein Gegner! Die Mülltonne ist ein Gegner! Was zur Hölle? Okay. Ich kann den Schlüssel. Was? Was ist das denn für ein Sound? Ich kann den Schlüssel dahin werfen. Aber irgendwie bringt mir das nichts. Oder?
So, jetzt lass mich da hoch. Ja, und das war's. Genau, okay, man muss immer mit dem Schlüssel in der Hand reinrennen. Man kann den Schlüssel nicht in die Richtung des Schlosses werfen und erwarten, dass er automatisch in den Schlüsselloch geht. So, ist ja unlogisch. Bonus! Yeah! 2 Ups! Ich bin back in Biz, Leute! Und back by Donkey Kong. So, help! Was macht der? Was muss ich machen? Ich bin paralysiert! Oh Gott, was sind das für Gegenstände? Die Musik geht richtig ab. Muss man sagen. Oh, okay, warte kurz. Boing! Ah, nee, es ist nicht hoch genug. Warte, was? Warte mal, was? Ich konnte gerade meine Hand so nach oben halten. Okay, komisch. Abfassen. Jetzt springen! Okay, okay. Rüber da. Boah, das war knapp. Das hat mich fast berührt. Wir haben, wie gesagt, nur ein Leben. Ein Treffer, zack, tot. Aua. Nein, schau, schau, Mario! Mario! Platt wie eine Flunder. Mama mia. Ja, okay, komm. Ja, leider kann ich nicht hoch genug springen. Es sei denn... Es sei denn, ich kann es vielleicht... Doch! Nee, kann ich nicht. Da kommen wir anders nicht hin. Wir müssen hier die Leitern nutzen. Es gibt keinen Umweg. Achtung, er springt jetzt wieder. Spring! Ah! Mist! Schlechtes Timing. Jetzt, 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 jetzt. Okay, 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 okay. Und spring! Alright. Wir haben es da. Wir haben es langsam wirklich drauf. Oh mein Gott. Oh, er springt wieder, springt wieder. Ha! Hoch, 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 hoch. Das trifft mich nicht, das trifft mich nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Wir haben sie. Bosskampf überlebt, aber... Das lässt er sich immer noch nicht gefallen. Ich fände es cool, wenn wir mal so ein erweitertes Spiel bekommen würden. Von Donkey Kong Jr. oder Donkey Kong 3. Das fände ich cool. Was hat er vor? Was zur Hölle? Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ah, ein neues Objekt, mit dem wir Brücken erstellen können. Interessant. Na danke, dass du mir das einfach so verrätst, Kumpel. Danke. Wir wollen das gar nicht gut brauchen. Ja, wir saven das natürlich. Meine Nubigkeit muss leider auch abgespeichert bleiben. Ich schneide hier nicht. Ja. Ich zeige euch meine Realness in Person. Ich bin einfach so real. Kann ich das? Ohne zu sterben? Oh! Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich wieder aufwache. Mario, 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 Mario! Okay, gut. Wunderbar. Bleibt die... Oh, oh, die Musik, die Musik, die Musik! Ich wollte gerade fragen, bleibt das für immer? Nope. Und ich glaube, ich muss ihn nochmal killen. Ich komme nicht mehr rüber. Oder? Ich kann einen neuen Weg machen. Okay, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell. Ich hoffe, ich sterbe nicht dadurch. Gut, die Maus hat mich jetzt zum Feuer rüber geschubst, ne? Okay, komm, wir versuchen es erneut. Und go. Und go. Okay, ich kann mich in der Luft noch mal ein bisschen auffangen manchmal. Okay, komm, komm, komm. Wir müssen es hier unten hinpacken. Machen wir so ein kleines Mario Maker Level, like. Was macht der da oben? Der kann auf der Luft rennen und die anderen auch. Okay, keine Ahnung. Funktioniert das? Tatsache, ich kann diese Brücken überall bauen. Bisschen OP, oder? Sind das die gleichen? Okay, die haben so ein bisschen so ein Bombenmuster, aber sind das vielleicht die gleichen Brücken, die wir auch bei Donkey Kong haben, wenn wir ihm hochklettern? Ich hab keine Ahnung. Ich spam mal. Ne, Spamming war hier keine gute Idee. Schade. Aber gut. Dinger nach oben? Wo will ich denn so ein Ding nach oben haben? Ah, das ist eine Leiter, sehe ich gerade. Ah, die sollten wir hier benutzen, oder? Damit wir da überhaupt hoch können. Verbrannt. Nochmal, von vorne. Oh.
Das war schlecht gesetzt. Ja, dafür brenne ich jetzt auch zu Tode. Das war wirklich schlecht gesetzt. Weil ich muss es immer an einem Rand dran setzen, sonst geht er nicht bis dahin. Ja. Okay. Jetzt habe ich es aber zumindest besser verstanden. Boah, dieser Gegner ist so böse. Nein! Was zur... Boah, was? The hell? Ist er richtig knapp, oder warte mal. Andere Idee. Hier setzen, damit er mich direkt weiterklettern kann. One-up! Es hat geklappt. Und das gleiche dann nochmal hier. Okay, was müssen wir hier machen? Überlegen. Das hier auf jeden Fall. Bis nach... Das war nicht, was ich wollte. Nope. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also wir wollen erstmal hier eine Plattform bauen. Dann wollen wir das Ding haben, damit wir da überhaupt hoch können. Richtig? Ja? Nein! Ah, war nicht hoch genug. Aber das ist, glaube ich, schon mal eine gute Idee. Das ist, glaube ich, schon mal eine richtige Idee. Okay, dann bauen wir doch die Plattform hier hin. Das Ding direkt hier dran. Oder? Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich glaube, dass ich es jetzt habe. Ich glaube, dass wir gewonnen haben. Yippie! Bam! Wir schubsen uns immer so rein, finde ich lustig. Oh, you got... Nichts. Doch, ein One-Up. Nett. Okay. Die beiden Level werden wir dann noch machen. Ich glaube daran, dass ich die mit Skill und mit Bravour meistern werde. Oh, bitte aber nicht da runterfallen. Das tut dann noch mehr weh, Mario. Okay, ich kann irgendwo jetzt nach oben. Ich würde wahrscheinlich sagen, hier so hin? Wäre gar nicht mal so schlecht. Erstmal... Okay, das hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Das hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Ist aber nicht so schlimm. Wir versuchen es einfach erneut. Zack. So. Rüber. Hoch. Hoch. Ach, dann nicht. Es geht nicht anders. Ich muss da hoch. Oh Gott. Ja gut, hier ist das Ding, ne? Kann ich es nicht trotzdem so machen? Dass ich... Ja, oder... Ich kann mich nicht... Mann! Egal. Ich verstehe das Ding nicht. Vielleicht brauche ich es auch erst gleich. Jedenfalls versuche ich es mal so. Kann ich das nicht machen mit dem Ding hier? Ach, der killt mich, wenn ich den berühre. Ach, wow. Ach, wow. Okay, okay. Wenn das so ist, Kumpel, dann weiß ich jetzt, mit wem ich es zu tun habe hier. Ich weiß es nicht. Ich muss es halt nochmal versuchen, ne? Hier kann ich ja vor allem nicht mal stehen bleiben. Meine einzige Idee wäre halt jetzt noch, bis hierhin zu machen. Und jetzt passt auf. Von hier oben runterfallen, nach rechts. Ja, das klappt. Wahrscheinlich war es nicht so gewollt, aber es klappt zumindest. Was mache ich jetzt hier? Wie komme ich da runter? Das funktioniert nicht. Ja. Hä? Was zum... Irgendwas übersehe ich hier. Was übersehe ich hier? Oh! Ja, jetzt sehe ich's. Jetzt. Ja. Okay, also erstmal wollen wir hier in der Leiter machen, weil wir da hoch können. Das ist schon mal richtig. So, die beiden Sachen sammeln. Okay. Wir wollen aber nicht nach oben rechts, wir sollen nach unten rechts. Das spricht, wir wollen das hier haben. Weil anders können wir nicht unter die Plattform. Ja, okay, mein Fehler. Ich hab's nicht gecheckt. Okay, das hier wollen wir noch machen. Und zwar hier. Das Ding schnell mitnehmen. Just müssen wir schnell mitnehmen, bevor es zu Ende ist und die Plattform verschwindet. Boah. Zugegeben, die erste Folge ist ein bisschen länger als erwartet, aber
Hoffentlich sind es die nächsten Folgen nicht. So, bitte 2 One-Ups, bevor ich hier Game Over spiele. Danke. Nett von dir, Mario. Mit dem Happy Gesicht. Mama mia. So, Big City oder New Donk City? Fragezeichen. Ist es der gleiche Ort? Wer weiß. Jetzt haben wir den richtigen Bosskampf, nicht nur so einen Zwischenboss. Und der funktioniert ganz simpel, genauso auch wie im Nachfolger. Wir müssen nicht sterben. Steh auf, Mario. Okay, wir müssen einen dieser stehenden Barrels mitnehmen und sie dann gegen ihn verwenden. Ja, leider lass mich jetzt zu oft treffen. Okay, okay, jetzt, nein, okay. Wo macht er, wo macht er? In welche Richtung? Okay, da. Schnell rüber, kurz abwarten, kurz abwarten. Und BAM! So, einen Hit haben wir schon mal. 2 weitere müssen wir noch. Ah, verdammt. Ich find's aber gut, dass man da nicht direkt von stirbt. Das wäre richtig blöd. Oh, aber davon würde ich sterben wahrscheinlich. Nimm das! Ein Leben hat er noch. Ich weiß es. Oh. Okay, okay. Jetzt habe ich leider meine Barrel verloren. Und da hat der andere kaputt gemacht. Ah. Hör auf damit! You big monkey! Voll auf die Rübe. Und warum sehen wir immer seinen Monkey-Butt? Naja, was soll's. Wenn euch der Eindruck von der ersten Folge schon mal gefallen hat, dann lasst ein Like da und seid dabei in den nächsten Folgen. Was ist da vor? Oh. Wie, da ist noch ein Schalter. Ja. Was hast du erwartet, Donkey Kong? Wahrscheinlich nichts. Ist ein dummer Affe. So, überall M. Safe. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wow. In Forest. Also im Wald.